Oft werde ich gefragt, wie man heute noch an Gott glauben kann, und zwar angesichts all des Leides in der Welt. Ich habe dazu vor einiger Zeit mal eine Predigt geschrieben und ich finde, die passt ganz gut als Antwort. Und weil einige von euch danach gefragt haben, lade ich sie euch jetzt hier hoch und ihr könnt sie euch anhören. Wenn euch das Video gefällt, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben da, teilt es und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich immer darüber. Außerdem bleibt ihr so auf dem Laufenden. Und jetzt viel Freude beim Zuhören. Er steht vor den Scherben seines Lebens und seiner gesamten Existenz. Hiob. Er verliert alles, was er hat. Seinen gesamten Besitz, seine Familie, seine Frau, seine Kinder und zum Schluss auch noch seine Gesundheit. Nichts geht mehr in seinem Leben. Nicht nur eine Hiobsbotschaft, sondern etliche. Der Predigtext aus Hiob 23. Da antwortete Hiob und sprach: Auch heute noch ist meine Klage bitter. Die Hand, die mich trifft, presst mir schwere Seufzer aus. O, dass ich wüsste, wo ich ihn fände, dass ich bis zu seinem Thron gelangen könnte. Ich würde ihm meine Rechtssache vorlegen und meinen Mund mit Beweisen füllen. Ich möchte wissen, was er mir antworten und erfahren, was er zu mir sagen würde. Würde er in seiner Machtfülle mit mir streiten? Nein, er würde mich gewiss anhören. Da würde ein Redlicher bei ihm vorsprechen und ich würde auf ewig frei ausgehen von meinem Richter. Wenn ich aber nach Osten gehe, so ist er nirgends. Wende ich mich nach Westen, so bemerke ich ihn nicht. Wirkt er im Norden, so erblicke ich ihn nicht. Verbirgt er sich im Süden, so kann ich ihn nicht sehen. Ja, er kennt meinen Weg. Wenn er mich prüft, so werde ich wie Gold hervorgehen. Mein Fuß in seinen Tritten gefolgt, seinen Weg habe ich bewahrt und bin nicht davon abgewichen. Vom Gebot seiner Lippen habe ich mich nicht entfernt. Die Worte seines Mundes bewahrte ich mehr als meine Grundsätze. Doch er bleibt sich gleich. Und wer will ihm wehren? Was er will, das tut er. Ja, er wird vollenden, was mir bestimmt ist, und dergleichen hat er noch vieles im Sinn. Darum schrecke ich zurück vor seinem Angesicht. Und wenn ich daran denke, so fürchte ich mich vor ihm. Ja, Gott hat mein Herz verzagt gemacht und der Allmächtige hat mich erschreckt. Damit ich aber nicht vergehe vor dem Anblick der Finsternis, hat er vor meinem Angesicht das Dunkel verdeckt. Hiob gerät an die Grenzen seiner Leidensfähigkeit. Hiob, dessen Name verstanden werden kann als der von Gott Angefeindete. Er weiß überhaupt nicht mehr, wohin mit seiner Trauer und seiner Wut. Dabei ist er vor all diesen Ereignissen eigentlich ein Paradebeispiel eines frommen und ethisch verantwortungsvollen Menschen. Aber im Predigtext, da begegnet er uns eben gerade nicht als ein Beispiel für einen frommen oder gottesfürchtigen oder demütigen Menschen. Ich meine, wie auch angesichts des Leids, angesichts des Todes seiner Frau und des Todes seiner Kinder. Er ist nicht bereit, das Leid der Welt und auch sein eigenes Leid zu akzeptieren. Er protestiert gegen Gottes Ungerechtigkeit. Hiob streitet mit Gott. Und zwar so sehr, dass er sogar die ganze Beziehung zu Gott in Frage stellt. Hiob sagt: Gott, das passt alles nicht zusammen. Du, der du gut sein sollst, du verhinderst das alles nicht. Du lässt es zu. Ich kann dich nicht mehr entdecken in meiner Welt. O, dass ich wüsste, wo ich dich fände, o, dass ich zu deinem Thron gelangen könnte. Wenn du mich nur anhören würdest, du würdest verstehen, dass ich überhaupt nichts dafür kann. Warum trifft mich das alles dann? Ich möchte wissen, was du mir antworten würdest. Was würdest du sagen? Würdest du mich gleich wegschicken, wie ein Kind? Als könnte ich das alles nicht verstehen, weil du viel mächtiger bist? Nein, du würdest mich bestimmt anhören. Aber ich finde dich nicht. Wenn ich nach Osten gehe, so bist du nirgends. Wende ich mich nach Westen, so bemerke ich dich nicht. Wirkst du im Norden, so erblicke ich dich nicht. Verbirgst du dich im Süden, so kann ich dich nicht sehen. Und noch viel schlimmer ist, du antwortest gar nicht erst. Dein Schweigen ist laut. Die Last, der du mich aussetzt, sie ist für mich zu schwer. Du hast mein Herz verzagt gemacht. Und trotz allem habe ich das Gefühl, ich verliere mich selbst, wenn du nicht da bist. Gott, warum hast du mich verlassen? So fragend und anklagend stehe auch ich aktuell da angesichts des Leides in der Welt. Wenn der Krebs Menschen hinwegrafft. Wenn Familien und Kinder im Mittelmeer ertrinken und sterben. Wenn unsere Regenwälder brennen, die Lunge der Welt. Haben unsere Kinder eine gesicherte Zukunft? Oder überhaupt eine? Wie soll das weitergehen mit der Corona-Pandemie,
In den nächsten Wochen, Monaten oder sogar Jahren? Gott, ich kann dich nicht sehen, wenn die Angst in mir hochsteigt. Wenn ich nach Osten gehe, so bist du nirgends. Wende ich mich nach Westen, so bemerke ich dich nicht. Wirkst du im Norden, so erblicke ich dich nicht. Verbirgst du dich im Süden, so kann ich dich nicht sehen. Gott, diese Welt fährt gegen die Wand. Ich möchte wissen, was du mir antworten würdest. Was wirst du sagen? Du hast mein Herz verzagt gemacht. Glauben wir angesichts all dessen noch daran, dass das Gute gewinnt? Denn wir stehen hier, leidend, verletzt, verlassen. Ich weiß nicht, warum Gott Leid zulässt. Ich habe darauf bisher leider auch noch keine befriedigende und keine letztgültige Antwort bekommen. Und auch im Hiob-Buch gibt es am Ende keine letztgültige Formel der Welterklärung. Menschen leiden und ich verstehe nicht, warum. Aber ich habe ein Bild vor Augen, was mich in solchen Momenten innehalten lässt. Ich stehe da mit all den Leiden, den Verletzungen und dem Gefühl des Verlassenseins. Aber ich stehe nicht alleine da, sondern ich stehe direkt neben Jesus. Denn auch Jesus leidet. Er hatte Todesangst im Garten Gethsemane angesichts der Tatsache, dass er bald sterben wird. Und danach erleidet Jesus diese Todesqualen. Denn Jesus stirbt nicht irgendwie. Flavius Josephus, ein jüdischer Historiker zur damaligen Zeit, ernennt den Tod am Kreuz eine der erbärmlichsten Todesarten überhaupt. Jesus ist vertraut mit den tiefsten Abgründen, die Menschen durchschreiten müssen. Er leidet und er geht zu Bruch. Und er ruft, Gott, warum hast du mich verlassen? Er stirbt. Verlassen, verleugnet, verletzt. Gott weiß, wie es sich anfühlt, wenn alles zu Bruch geht und wenn es dunkel wird. Gott, warum hast du mich verlassen? Fragt Jesus. Doch der Tod ist für Jesus nicht das Ende. Und ich glaube, Gott war im Sterben Jesu nicht abwesend, sondern er hat ihn getragen. Er war ihm näher, als er es erahnen konnte. Was können wir tun angesichts des Leids in unserer Welt? Wie können wir es ertragen? Keinesfalls alleine, sondern immer nur gemeinsam. Vielleicht so. Ich stehe neben Hiob in seiner tiefsten Trauer. Der Verlust seiner geliebten Menschen raubt mir fast den Atem. Wir stehen lange einfach nur still da, weil man keine Worte findet für solch ein Leid. Wir nehmen uns an die Hand und halten uns fest. Und zusammen klagen wir Gott an. Gott, warum hast du uns verlassen? Dein Schweigen ist so unerträglich laut. Jesus kommt dazu. Er sagt, ich war da auch. Vielleicht hilft es ein bisschen, zu hören und zu wissen, dass ich weiß, wie es ist. Ich weine mit. Jede Träne von jedem Einzelnen von euch, ich fange sie auf. Wir stehen neben Jesus am Kreuz. Wir haben seinen Tod vor Augen. Voller Angst und voller Leid. Wir nehmen uns an die Hand. Hiob, Jesus und ich. Wir halten uns aneinander fest. Und Jesus sagt, ich war da. Ich bin da. Ich lasse dich nicht alleine. Wir gehen da zusammen durch. Ich weiß, du bist kaputt und wir gehen zusammen kaputt. Aber ich richte dich wieder auf. Wir verzweifeln, aber wir halten uns fest. Ich glaube daran, das Gute gewinnt. Amen.